Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Österreich zum Fender bzw. zur Seilbahn, wollen dann mal hoch auf den Berg fahren. Ja. Und du sagtest, da gibt es Hirsche? Ja, da gibt es so einen kleinen Wildpark, habe ich gehört. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir den ein bisschen unsicher machen können, ein bisschen was mit den Hirschen sprechen. Ja. Wie man hier gerade ganz gut erkennen kann, wir haben hier gerade mal einen kleinen Fotostopp gemacht. Und zwar an diesem Kloster, das hat man vielleicht im letzten Video bzw. im ersten Teil unseres Videos schon gesehen. Da sind wir schon mit dem Boot dran vorbeigefahren. Genau, da sind wir nämlich gestern hier, haben wir eine kleine Rundfahrt, Panorama-Rundfahrt gemacht und sind an diesem Kloster vorbeigefahren. Ich kann das hier gerade noch mal kurz zeigen. Ich hatte das auch extra schon gefilmt. Und hier gibt es die Aussicht von hier ist richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Es gibt hier einen kleinen Parkplatz, da haben wir uns eben kurz hingestellt. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auch gleich direkt wieder auf die Weiterfahrt. Ja, ich wollte nochmal zur anderen Seite gehen. Von der anderen Seite nochmal ein Foto machen. Ja, genau, machen wir das doch. Ja. Also wie man vielleicht sehen kann, sind wir hier ziemlich weit oben. Wir sind jetzt nämlich auf dem Fender in Bregenz in Österreich. Und ja, die Anreise war schon mal sehr gut. Wir sind ungefähr eine Stunde gefahren bis hier. Haben uns ein bisschen verfahren, aber war nicht schlimm. Die Fahrt war eigentlich sehr szenisch. Ja, auf jeden Fall. Kurzweilig. Ruhig, ja. Sind jetzt hier ins Parkhaus gefahren und das Gute ist, wenn man hier auf den Fender hochfährt, dann bekommt man 3 Stunden Parken inklusive im Parkhaus. Und eine Stunde parken kostet aber sowieso nur 1,20 Euro, also im Vergleich zu anderen Parkhäusern. Definitiv. Auf jeden Fall sportgünstig, würde ich sagen. Genau, also ich finde schon mal, das ist ein sehr guter Deal. Ja, definitiv. Und hier oben gibt es so einen kleinen Wildpark, den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und einen Rundwanderweg, der ungefähr 30 Minuten dauert. Ja, es ist auf jeden Fall sehr szenisch. Hier haben wir schon ein paar Sachen aufgenommen. Was mir aber schon aufgefallen ist, also die Aufnahmen, die wir gemacht haben, die sind echt schön geworden. Zumindest von dem, was ich bisher auf dem Display sehen konnte, fand ich sie sehr schön. Aber um wirklich mal alles so gesehen zu haben und es auch so wahrzunehmen, wie es jetzt bisher rübergekommen ist, muss man wirklich mal selber hier gewesen sein. Also wir würden es echt empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Die Berg- und Talfahrt kostet irgendwie 13 Euro und ein paar gequetschte. Ja. Aber wie gesagt, die 3 Stunden Parken sind da inklusive. Ja. Von daher würde ich sagen, ist ein guter Deal. Genau. Und der Tierpark hier oben, der Wildpark, der ist kostenlos. Genau. Wir machen jetzt mal langsam weiter, oder? Ja, wir gucken uns jetzt die Ziegen und Hirsche an. Die sind so flauschig. Oh! Thank you.
So, da sind wir wieder. Wir haben Österreich jetzt hinter uns gelassen. Ganz genau. Und jetzt sind wir in dem kleinen Städtchen Lindau. Naja, ist eigentlich kein kleines Städtchen. Wir sind gerade auf der Insel Lindau. Ja, von mir aus auch. Auf der Insel Lindau. Und die machen wir jetzt mal ein bisschen unsicher. Wir wollen uns hier nochmal so ein bisschen umgucken. Haben jetzt hier hinter uns irgendwo auf dem Parkplatz geparkt. P3. Kostet jetzt so ungefähr 1,20 pro Stunde. Ja, 1,20 pro Stunde und jede weitere angebrochene halbe Stunde 80 Cent. Also ist in Ordnung, jetzt nicht überdurchschnittlich gut, aber auch nicht schlecht, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Okay. Und eine Stunde parken kostet aber sowieso nur 1,20 Euro, also im Vergleich zu anderen Parkhäusern. Definitiv. Auf jeden Fall sportgünstig, würde ich sagen. Und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Ja. Und gucken mal, was wir für euch noch so finden. Ja. Hallo zusammen, wir gehen jetzt gerade noch mal zur Vinogret einen Wein trinken. Wir haben ja heute Mittag da in der Bergstube schon ganz gut was gegessen. Wir hatten uns im Prinzip gestern schon beim kulinarischen Rundgang dazu entschieden, dass wir einfach nur heute deftig zum Mittagessen und dann heute zum Abendessen eine kleine Käseplatte uns noch gönnen werden und ein Glas Gin Tonic dazu. Weil die hatten echt eine gute Gin Tonic Auswahl. Ja, also absolut. Verschiedene Gins, verschiedene Tonics. Und das trinken wir auch gerne. Wir hatten jetzt den Rest der Woche nur Wein. Deshalb probieren wir heute mal den Gin Tonic. Genau, und da uns das angesprochen hat, dachten wir probieren das einfach mal aus. So, und da wir jetzt auch eigentlich gleich angekommen sind, würde ich sagen, probieren wir das einfach mal, ne? Ja.